Tag zusammen. Nachdem wir in den letzten Videos gesehen haben, wie uns der Chatbot von OpenAI beim Programmieren oder bei anderen alltäglichen Aufgaben unterstützen kann, wollen wir jetzt mal gucken, wie es bei der Anwendung von Datenbanken aussieht. Also kann er uns da unterstützen und wie können wir ihn einsetzen, dass er uns einfach hilft, mit Tabellen, Datenbankstrukturen etc. umzugehen. Ich habe mal zwei Tabellen vorbereitet. Ich habe hier eine Tabelle Energy Systems erzeugt. Also ich werde jetzt die ganzen Abfragen alle auf Englisch machen, weil der ChatGPT natürlich im Englischen noch stärker ist als im Deutschen. Deswegen wird jetzt die Kommunikation mit ihm auf Englisch laufen. Was haben wir hier? Ich habe jetzt hier ein Energiesystem, eine Tabelle Energiesysteme soll generiert werden mit dem Systemnamen, der ID des Landes, dem Typ des Energiesystems, der installierten Leistung in Gigawatt und dem Primärschlüssel. Das geben wir ihm jetzt mal und er erkennt sofort, dass es sich um eine SQL-Tabelle handelt. Beschreibt uns diese Tabelle auch, also das kann er sofort, das ist sicherlich schon ganz nützlich. Erzählt uns ein bisschen was zu der Grundstruktur. Ich ergänze noch eine zweite Tabelle, nämlich eine Tabelle Countries. Da haben wir jetzt die Country ID, den Energiesystemnamen, den Namen des Landes, den Kontinent, den Capacity Factor, also den Nutzungsgrad. Und dann haben wir hier noch die LCOE, natürlich in Kilowattstunde. Das müssen wir hier noch einmal ergänzen, dass es hier Kilowattstunde ist und nicht Kilowatt. Also auch das ergänzen wir nochmal einmal, lassen das dann nochmal einmal laufen. Und ersetzt uns jetzt diese ganzen oder beschreibt uns jetzt nochmal diese ganzen Angaben und ja, hilft uns da zu verstehen, was dort zu tun ist. Jetzt wollen wir ihn mal fragen, ob er uns ein bisschen was erklären kann zum Thema Datenbanken. Also fangen wir an, dass wir uns mal die wichtigsten Datentypen in SQLite beschreibt, also eine Art der Datenbank-Anwendung. Erklärt uns, dass es ein Open Source Embedded Relational Database Management System ist und ergibt uns dann die fünf zentralen Datentypen, die es gibt. Das ist jetzt unterschiedlich zu MySQL, aber das ist sicherlich ganz hilfreich, um den Einstieg zu finden. Machen wir nochmal eine Zusatzfrage, weil das eine Diskussion ist, vor allen Dingen im Bereich von MySQL, nicht von SQLite, denn SQLite kennt Dezimal und Float erstmal gar nicht. Man kann es zwar anwenden, aber kennt er gar nicht, das ist ja Numeric. Also, erklärt uns jetzt, was der Unterschied ist, dass Dezimalzahlen ja eine Präzision haben, exakt sind, währenddessen diese Float, also diese Fließkommazahlen, tatsächlich ja nur ungefähre Angaben sind und man jetzt typischerweise vor allem im Bereich der Energietechnik eigentlich immer auf dieses Dezimal zugreifen sollte, weil man ja exakte Werte haben soll, sonst kriegt man einfach ein Problem beim Summieren von Datenspalten, da kann es aber zu Fehlern kommen. Also, jetzt soll uns mal die Inhalte der Tabelle Energy Systems zeigen. Also er soll uns jetzt einmal den SQL Query geben. Das macht er dann auch und spuckt dann auch das Ergebnis aus. Da muss man wieder aufpassen, das kennen wir ja schon aus den vorherigen Videos. Das kann manchmal falsch sein, also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber auch da erklärt uns jetzt, ne, Select Sternchen from Energy Systems, also wir selektieren alles aus der Tabelle Energy Systems. Wenn wir jetzt verschiedene Spaltennamen haben wollen, wie wir das machen, oder wenn wir jetzt hier mit so einer Where-Bedingung arbeiten wollen, oder wenn wir die Renewables haben wollen. Also das ist schon stark, ne? Das heißt, er kann uns jetzt, ist sehr einfach, diese Select-Befehle. Aber das ist schon eine Hilfe, weil er einfach die grundlegenden Dinge uns erklären kann. Das könnten wir jetzt halt in unseren Datenbankbrowser übertragen und dann dort entsprechend ausführen. Nächster Schritt. Jetzt würden wir ganz gerne nur die Einträge bekommen aus der Tabelle der Energiesysteme, bei denen wir Kohle haben oder die installierte Leistung größer als 10 Gigawatt ist. Und auch da erklärt er kurz, was wir machen müssen und definiert jetzt und erklärt uns jetzt, wie die Where-Bedingung aussieht. Das heißt, wenn wir da eine Frage haben, wie funktioniert das mit dieser verschachtelten Where-Bedingung, kann man dort entsprechend ihn fragen und das bekommt er hin. Das heißt, wir haben ihm ja jetzt die Tabelle am Anfang
dieses Threads gegeben. Er kennt die Struktur, er hat sie verstanden und kann damit interagieren. Das ist wirklich schon eine sehr gute Unterstützung. Das heißt, das können wir uns wieder rauskopieren und entsprechend uns dann die Ergebnisse anzeigen lassen. Fragen wir doch mal, was das SQL Query wäre, wenn wir jetzt also alle die Länder haben wollten, die nicht, oder alle Systeme haben wollen, die nicht in Asien liegen. Das läuft ja dann über den Kontinent. Und auch das erkennt er. Ne? Das heißt, er weiß, dass Asien ein Kontinent ist und kann dort entsprechend interagieren. Das heißt also eine Select Country ID und Landname from Countries, where Continent dann not, also nicht gleich Asia, ergibt uns auch immer noch eine Alternative an. Also schon eine echt gute Hilfe. Und dann können wir nochmal den nächsten Schritt fragen. Als nächstes Beispiel, was die installierte Leistung in jedem Land ist. Wir haben jetzt ja verschiedene Länder angegeben in unserer Tabelle Energiesysteme und können damit jetzt arbeiten. Also die ganzen Befehle, die Tabellen habe ich jetzt nochmal in den Kommentar zu dem Video ergänzt oder in der Videobeschreibung ergänzt. Da kann man dann selber nochmal ein bisschen mit spielen. Das sind Daten, die ich jetzt mal von Energy Charts, dieser Webseite vom Fraunhofer genutzt habe. Also kann jeder mal mitspielen, das mal selber ausprobieren in einem Browser. Also was wollen wir jetzt? Wir wollen jetzt also die installierte Leistung in jedem Land haben und wir möchten ganz gerne den Namen des Landes und die Leistung in Gigawatt haben. Mal gucken, was er daraus macht. Da gibt es uns jetzt den Hinweis, dass das halt mit dieser Sum-Funktion läuft und mit Group By. Ja, jetzt könnte man noch hier über dieses Join noch arbeiten. Gucken wir uns das auch noch vorschlägt. Genau, jetzt macht er sogar das mit dem Join. Das heißt also, das vorne war nur die Country ID, die hilft uns nicht, sondern was wir eigentlich wollen, ist, dass wir den Landnamen bekommen. Das heißt, wir müssen mit dem Join arbeiten, dass wir zwei Tabellen miteinander verknüpfen. Und auch das sagt er uns, ne, schlägt uns jetzt vor, macht hier auch diesen Alias, also Energy Systems E, Countries C, verknüpft die auf die Country ID. Was jetzt hier noch fehlt, ist eigentlich auch noch die Verknüpfung auf den Energiesystemnamen. Das hat er an dieser Stelle nicht richtig gemacht. Also da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ganz perfekt ist er nicht. Manch komplizierten Zusammenhänge erkennt er nicht. Das könnte man jetzt sagen, dass das noch fehlt und dass er das noch entsprechend ergänzen soll. Aber wir sehen, also wenn man das jetzt ausführt, stellt man fest, auch das passt nicht noch nicht so ganz, kann man sagen, hier müsste nicht noch was ergänzt werden bei dem Join. Das kann er. Machen wir mal den nächsten komplizierteren Schritt. Und zwar möchte ich jetzt haben, dass er uns die die Energieproduktion angibt. Und zwar auf Basis des Capacity Factors, und das ist ja der Nutzungsgrad. Wenn wir den multiplizieren mit 8760 Stunden, bekommen wir ja die Vollaststunden. Das kann ich dann multiplizieren mit der installierten Leistung. Habe dann die Energiemenge in Gigawattstunden, teile das nochmal durch 1000. Das ist jetzt quasi der Teil, den ich jetzt hier unten mache. Teile das Ganze noch durch 1000, habe dann Terawattstunden. Also ich gebe ihm die Formel extra an, damit er sie kennt. Damit da nichts passiert. Manchmal kommt dann nämlich ein bisschen durcheinander. Also wir fragen ihn jetzt, wie wir jetzt die erzeugte Energie berechnen können in jedem Land, indem wir den Capacity Factor, also den Nutzungsgrad, anwenden und die installierte Leistung. Mal gucken, was er uns da liefert. Also, auch da wieder ein Select mit einem Join. Das ist richtig. Gibt uns jetzt hier die richtigen Select-Befehle an. Macht auch den Join. Hier macht er es übrigens richtig, ne? Da kommen wir jetzt gleich nochmal ganz kurz zu. Also er gruppiert das beim Landnamen. Er hat jetzt hier bei dem Join richtig Country ID und den Systemnamen aufeinander gejoint. Das ist wichtig, sonst können wir es nämlich nicht richtig berechnen. Das ist also schon stark, dass er das erkannt hat. Das hat er ja vorher vergessen, ne? Hier in diesem Query. Das fehlte hier. Das müsste man hier ergänzen. Hier hat er es richtig gemacht. Also es ist schon wirklich stark, was er hier selbstständig erkennt. Er hat hier die Berechnung durchgeführt. Es ist nicht so, dass wir dieses Sum brauchen, wir an dieser Stelle eigentlich nicht. Das ist überflüssig, aber das macht jetzt an der Stelle auch nichts kaputt. Also das könnte man jetzt rüber kopieren, ausprobieren und würde dann feststellen, dass das eigentlich ganz gut klappt.
Letztes Beispiel, wir wollen jetzt noch, dass ihr uns einen View erzeugt, also so eine Ansicht, eine temporäre Tabelle will ich sie mal nennen. Also er soll daraus jetzt mal noch ein View machen, damit wir das Ergebnis, was wir dann bekommen, in so einer Ansicht speichern können. Ja, und jetzt ergänzt auch noch das Schlüsselwort oder diese Schlüsselzeile Create View. Wählt hier sogar einen sinnvollen Namen aus für den View. Und na gut, dann ist es halt der Standardaufbau, den wir da haben. Erklärt uns auch nochmal, was er gemacht hat. Also, gibt es nochmal, wie kommen wir jetzt an die Daten ran? Also auch schon stark. Ne? Also von daher, das kann man jetzt nochmal ausprobieren. Das ist wirklich eine sehr starke Sache. Jetzt hat er hier das S klein geschrieben, das können wir nochmal groß schreiben. Geschenkt. Aber an sich ist er sehr nützlich, wenn man dort sich durch seine Daten kämpfen möchte. Man kann jetzt keine großen, riesengroßen Datenmengen ihm hochladen. Also ganze Zeitreihen, was ich die Messdaten, also Stundenwert über ein Jahr, das sind zu viele Daten, die kann der ChatGPT noch nicht verarbeiten. Ich denke, in einer späteren Version, vielleicht auch in einer Premium-Version, ist vielleicht solche Sachen, sowas auch möglich, dass man dann ganze Dokumente oder Tabellen hochladen kann, die er dann verarbeitet. Ähnlich wie man das bei anderen Systemen kennt, weil sie den DeepL, die Übersetzungsmaschine, kann das ja auch, dass man dort in der einfachen Version Texte hat und in der komplexeren Premium-Version hat man dann Dokumente, die man sogar hochladen kann, die er dann verarbeitet, übersetzt und dann wieder zurückgibt. Könnte ich mir vorstellen, dass sowas in Zukunft bei diesen Chatbots, diesen KI-basierten Chatbots dann möglich ist. Letztes Beispiel. Er soll jetzt nochmal, wir haben jetzt einen Query, das ist aber falsch. Also ich habe das jetzt hier angegeben und wir stellen fest, das funktioniert irgendwie nicht. Was ist das Problem? Jetzt soll uns mal helfen, den Fehler zu finden. Er erkennt, dass da ein paar Dinge falsch sind und er korrigiert das jetzt auch direkt. Das heißt, er gibt uns dann sofort einen korrigierten Query. Dann haben wir mit so einem Subquery gearbeitet. Er erklärt uns nochmal, was er getan hat. Er hat das jetzt hier umsortiert. Wir hatten jetzt hier die Where und die From-Bedingungen. Dieses Keyword hatten wir vertauscht. An dieser Stelle hier fehlte auch noch das From bei dem Inneren. Hier war, das war alles richtig, aber hier fehlte halt das From. Und das hat er halt korrigiert. Also auch das kann er tun. Er kann Fehler finden in solchen SQL-Queries. Er kann da helfen, wenn er die Tabellenstruktur kennt. Die muss man ihm natürlich vorher einmal geben und übermitteln. Kann er uns unterstützen, dabei Fehler im Programmcode zu finden. Auch das klappt natürlich nicht immer. Da muss man ein bisschen vorsichtig und skeptisch sein. Nicht, dass er dann den Code so manipuliert, dass das Ausführen klappt. Aber ein falsches Ergebnis rauskommt, dann sollen wir ein bisschen kritisch sein und selber nochmal gucken, ob das, was da jetzt passiert, ob das soweit in Ordnung ist. Aber grundsätzlich kann er dort helfen, unterstützen. Und ich denke, das ist eine große Stärke von ChatGPT. Das haben wir, wie gesagt, beim Programmieren ja schon gesehen, dass er in der Lage ist, uns bei diesen Programmiertätigkeiten oder jetzt hier bei diesen Anwendungen zu unterstützen. Das ist schon stark und lässt sich damit sehr gut integrieren in die, in die tägliche Arbeit beim Programmieren, bei der Arbeit mit Datenbanken, dass man ihn dort einfach immer mitnimmt. Das Fenster quasi immer offen hat. Man muss immer im Hinterkopf behalten, es ist nicht immer alles richtig, was er macht. Manche Dinge versteht er falsch. Er kann auch nicht rechnen, ne? Das Problem kennen wir schon. Er kann jetzt auch diese SQL-Queries, manchmal führt er die sogar selber aus. Auch das klappt manchmal, manchmal nicht. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig, skeptisch sein. Das heißt, man muss das selber immer nochmal überprüfen. Aber das kennen wir ja schon. Und meine Empfehlung ist jetzt vor allem bei diesen Programmiertätigkeiten, sollte man versuchen, immer im Englischen mit ihm zu kommunizieren, weil er da noch besser antworten kann als im Deutschen. Das klappt im Deutschen bei den meisten Fällen auch ganz gut. Aber im Englischen ist er immer noch ein bisschen besser und kann immer noch ein bisschen differenzierter antworten. Von daher meine Empfehlung bei allen Aufgaben, die man an den ChatGPT übergeben möchte, vor allem im Programmierbereich, immer im Englischen bleiben. Dann klappt das eigentlich sehr, sehr gut mit ihm.